So wie ich halt viele Wünsche umsetze. Ob das jetzt overpowered ist und denen gegenüber unfair, die ihre Sachen gegen richtige Mobs farmen oder bei richtigen Mobs farmen, sei jetzt dahingestellt. Es spielt für meine Entscheidung jetzt aber auch wenig Rolle. Vielleicht kriegen wir die Kisten ja doch noch alle voll. Alle mit irgendwas gefüllt. Vor allem, es ist so random, was daraus wurde. Hühner auf der Wanderschaft. Fünf Bäume würden uns dann noch fehlen. Na, baut sich da wieder irgendein Megagebirge auf? Was ist das? Ich sollte übrigens nicht auf die Karte gucken, während ich tauche. Ist vielleicht ganz sinnvoll für mein Überleben. Dann steigen wir mal über den Hügel. Oi! Welcher Creeper hatte denn hier Spaß? Aber kommt dieses Becken. Dieses Becken ist episch. Ich meine, guckt es euch an einfach. Es steht jetzt mitten auf einer Säule, wie so ein Füllhorn sieht das fast aus. Und an den Seiten läuft so ein bisschen Wasser raus. Also das ist wirklich episch. Das verdient einen Screenshot. Zum Klettern jetzt allerdings nicht so episch, aber das war jetzt wirklich etwas. Ja, sowas sieht man nicht alle Tage, auch nicht in Minecraft. Vor allem nicht natürlich. Bild stelle ich nach der Aufnahme ins Discord, versprochen. Falls ihr es euch gerne noch habt, als ihr es haben wollt. Nur noch mal sehen wollt. Ah, es sind einfach nur wieder so eine Alm. Alm. Wahrscheinlich gebirgiges Flower-Biom, hä? Ja, ist das auf Englisch? Meadow.
Okay. Dann weiß ich schon, wo die Sternfrucht hinwandert. Also zusätzlich zum jetzigen Standpunkt. Kommt es dann noch in die Sternfrucht? Auf dem Berg scheint irgendwie nichts zu wachsen. Brauchen wir dann auch gar nicht groß gucken. Aber es ist ein Sloppy Hills. Denn ich sehe da vorne die Körper der Schneemänner. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal 4 Schneemänner dann bauen. Wenn wir hier noch weiter suchen würden, würden wir wahrscheinlich noch mehr finden. Aber es soll mir genügen. Und wer jetzt meint, ja, es gibt ja schon laufende Schneemänner. Warum dann noch welche bauen, die einfach nur rumstehen? Einfach ein bisschen Deko. Ein bisschen was fürs Auge, ohne dass es gleich ein Entity sein muss. Komm, wir gucken da noch mal. Vielleicht finden wir dort dann auch ein paar Bäume. Auf jeden Fall finden wir hier noch mal jede Menge Zimt. Es ist schon auf jeden Fall nett gemacht. Das ist übrigens jetzt auch wirklich so das erste Mal, dass ich im Survival mir die neuen Biome angucke. Ich habe das ja jetzt eine ganze Zeit rausgezögert. Oh je, oh je. Komme ich hier wieder raus? Sieht schlecht aus. Wieder eine Alm. Jetzt sehen wir mal langsam zu, dass wir wieder zurückkommen. Ich bin ja eigentlich so der Typ Mensch, der dann auch zurückläuft. Und dann nicht die Teleportbefehle nach so einem Ausflug benutzt. Weil es fühlt sich einfach falsch an, wenn ich mich jetzt einfach zurückteleporten würde und sagen würde, so, das war jetzt unser Ausflug. Außerdem hätten wir dieses tolle Sonnenblumenbiom nicht gefunden. Wo zumindest eine Zitrone steht. 3 Zitronen.
Leider keine Limette. Aber hey. Doch, ich glaube, da war gerade auch eine. Irgendwo dort, ja. Einige Limetten. Ja, mal von jedem noch eine mit. Oh, das heißt, es fehlen jetzt nur noch drei Bäume. Badlands, irgendwas mit Schnee und Plumbium. Ja. 10 davon, 13 davon, passt. Was ist das? Das ist doch ein Blumenbiom, oder? Oder ist das wieder eine Alm? Ja, mal in die Richtung weiter. Das war das Sonnenblumenfeld. Und hier ist der Blumenwald. Und da ist die Sternfrucht. Ey, jetzt finden wir doch alles. Braucht das Modpack gar nicht anpassen. Ja. Kommt, der kann ruhig etwas häufiger werden, hier die Sternfrucht. Donut und Christmas. Zwei sehr, auf ihre Art und Weise sehr spezielle Bäume. Das eine findet man im Warmen, das andere im Kalten. Das eine müsste eigentlich häufig sein. Das andere ist von Natur aus sehr selten. Da ist wieder ein Dorf. Ah, langsam merkt man, Minecraft würde gerne den Zwischenspeicher durchaus mal wieder komplett leeren. Habe ich irgendwas mit deinem Namen gesagt, du dumme Funz? Was meldet sich die KI zum Wort, wenn der Kuchen redet? So. Mal schauen. Hier hätten wir. Ah, jetzt müssen wir wirklich mal in die Richtung. Eine sehr hohe Chance, dass dort bei dem ganzen warmen Gedöns noch ein Badland spawnt. Boah. Das erinnert mich an den einen Hardmode, wo ich auch über so eine Wiese gehüpft bin und dann rein in die Schlucht. Das verfolgt mich heute noch in meinen Träumen, wie ich da in diese Schlucht gefallen bin. Zumindest einmal reingucken. Wenn wir das nächste Mal so eine Tour gehen, dann erkunden wir auch mal die neuen Höhlen.
Das geht ja bis ganz unten durch. Mega. Also, über langweilige Höhlen kann man sich definitiv nicht mehr beschweren.